Hi everyone, ich grüße euch zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal. Heute haben wir Donnerstag, den 30. März schon und ja, bald ist April. Es geht vorwärts, genau. Und ja, ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit unserem Vlog. Und ich hoffe, ihr habt Spaß und erfreut euch dran. Und als erstes zeige ich euch mal meine Babys, meine Babypflänzchen. So sehen die jetzt aus. So, die habe ich gestern noch dazu gepflanzt und die habe ich jetzt auch so dazu gepflanzt. Heute steht auf dem Programm ganz viel Putzen, ganz viel Wäsche machen, denn ich bin halt immer noch krank. Ja, fing ja letzte Woche an. Ich habe noch Husten und Schnupfen. Es ist nicht mehr ganz so schlimm, nur ich merke, dass ich gestern viel zu viel gemacht habe und dass sich das am nächsten Tag rächt. Also es ist ja ganz häufig so, wenn man krank ist und sich nicht auskuriert. Aber die Zeit habe ich die Woche nicht, weil wir geben am Sonntag einen Osterbrunch mit richtig vielen Leuten. Und da möchte ich natürlich auch, dass das Haus sauber ist und ordentlich und aufgeräumt. Deswegen muss ich heute viel Staub wischen. Und ja, wischen, saugen mache ich dann eher am Samstag, weil ja, es wird ganz schnell wieder dreckig und das macht keinen Sinn, irgendwie vorher das zu machen. Genau, also der Backofen ärgert mich momentan, der ist wieder richtig, richtig dreckig, den muss ich auch heute einmal sauber machen, dann Einkaufsliste schreiben, heute gehen wir noch einkaufen, ich drehe aber kein Food Haul, da sind wir nämlich jetzt genau schon auch bei der Sache, was ich sagen wollte, ich mache eine kleine Pause, wir brauchen das jetzt momentan, also ich höre so auf mein Inneres und mein Inneres sagt, Nadine, ruh dich aus, und das werde ich auch tun, zwei Wochen werde ich keine Vlogs hochladen, keine Foodhauls hochladen, kein Video hochladen. Es ist einfach schlicht Pause. Und Ende April bin ich dann wieder da. Wann genau, weiß ich nicht. Ich denke direkt so nach meinem, die Woche nach meinem Geburtstag. Genau, da werde ich dann wahrscheinlich wieder filmen. Wenn ich zwischendurch Lust habe, dann filme ich einfach, dann werdet ihr es sehen. Aber so ist jetzt erstmal geplant, wirklich die Osterferien. Also wir haben ja nächste Woche auch schon Osterferien. Einfach die Osterferien ganz in Ruhe zu verbringen und gechillt zu verbringen, ohne das zu irgendwas zu rennen. Renovieren oder zu machen oder zu tun. Was wollte ich jetzt nochmal sagen? Ah ja, die Eier waren ausverkauft im Lidl. Ich hoffe, heute kriegen wir welche, weil sonst stehen wir richtig dumm da. Was wollte ich denn noch sagen? Ich will mir so viel sagen und dann ist es weg. Man wird alt. Man wird wirklich alt. Also, keine Ahnung. Ich schlage mich heute irgendwie durch. Ja, dass ich das alles fertig kriege. Wir werden heute auf jeden Fall auch dekorieren. Und ja, also geht's los, auf los geht's los. Dieser Hund lebt einfach sein Leben, also der chillt ohne Ende. Zwischendurch scheint die Sonne mal und ja, Penny ist da, wo die Sonne ist. Also ja, Penny liebt es. Ne? Der Sandrum ist schön geworden, ne? Ja, Penny, hilfst du mir? Warum setzt du dich nicht hin? Bleibst da immer stehen. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Should old acquaintance be forgot and days of old? Sign.
took a cup of kindness yet for all I'm the same. So, das ist noch das restliche Gemüse, was ich habe. Ich werde jetzt sozusagen ein Gemüsecurry machen. Hier liegt noch mein Staubwedel. Genau, ich habe jetzt eigentlich so oft gar nicht braunen Reis gekocht. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich das je gemacht habe. Den hatte ich jetzt mal gekauft. Ich möchte das mal probieren, weil der viel, viel gesünder ist und nahrhafter ist. Und ja, da steht mein Wäscheberg. Ich gleich noch nebenbei hier mache und ja, ich koche jetzt erstmal Reis und wie gesagt, gibt es Gemüse dazu mit Curry und ein bisschen mit Milch und Frischkäse, mal gucken. So, ich zeige euch mal, ja, wenn wir einkaufen gehen, so sieht das hier aus. Aufschnitt haben wir eigentlich noch recht viel, da werden wir diese Woche nicht so viel kaufen mehr. Ja, Milch haben wir jetzt nochmal nachgekauft bei Tesco, weil es komplett leer war. Da haben wir so Joghurts noch und Joghurtdrink für Thomas. So sieht das halt aus. Ich habe hier noch eine Tomatensoße. Ja, Gemüse sieht so aus. Muss ich wieder sauber machen, Gemüsefach. Mache ich ja jede Woche. Ich habe hier noch Gurken. Da ist noch eine Gurke. Da sind noch Gurken. Ja. Dann haben wir hier noch Kartoffeln. Und eine Stange Lauch. Genau. So sieht das aus. Und da kann ich euch mal zeigen. So sieht das hier aus. Brot habe ich noch eingefroren. Ein paar Erbsen. Nuggets noch fürs Kind. Und Fisch habe ich da noch. Werde ich mal aufbrauchen. So, dann haben wir hier noch zwei Pizzen drin. Ne, drei sogar. Auf Vorrat fürs Kind. Apfelstrudel haben wir hier noch irgendwann mal gekauft. Und auch noch diese Mini-Bratwürstchen. Gemüse ist noch recht viel da, weil ich immer viel auffülle. Grüne Bohnen, Erbsen, Rotkohl, Möhren, dann so ein Gemüsemix, Erbsen, sowas haben wir halt drin, Spargel. Ja. Ich muss jetzt gerade die Kamera ein bisschen leer machen, weil die war total voll. Und ja, wir haben jetzt über die Einkaufslisten gebrütet. Das sind diesmal zwei, weil wir ja noch am Sonntag einen Brunch machen. Und daher brauchen wir dann noch unbedingt eine zweite Liste und haben uns erstmal überlegt, was wir alles anbieten wollen, sowas wie Quiche, ein Hefezopf, Zimtschnecken, Würstchen,
ja, so richtig leckere Sachen. Das haben wir erstmal zusammengetragen. Müsli, Cornflakes, Joghurt. Ja, wir machen dann noch ein Pudding. So verschiedene Sachen, die wir dann anbieten wollen. Und dann habe ich noch eine Einkaufsliste geschrieben für, ja, generell Wocheneinkauf. Das ist sehr mager. Ja, ganz wenig geworden. Und ja, da lassen wir uns was Schönes einfallen oder haben uns was einfallen lassen. So wie Spiegeleierkekse und ja, verschiedene Sachen. Mal gucken, ob das dann ja, ankommt. Ja, Essensplan steht auch schon. Und ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 4 Listen. Ja. So, Penny hat gerade gegessen. Und ich mache jetzt gerade die Wäsche schnell. Muss wieder umstecken in der Waschmaschine, die letzte Maschine für heute waschen. Dann habe ich insgesamt, ich glaube, 4 Maschinen gewaschen. Und dann werden wir gleich noch zusammen dekorieren und dann fahren wir einkaufen. Schon mal so ein paar Sachen organisieren. Und ja, jetzt gibt's für euch ein bisschen Wäsche. Thank you.
meine Lieben. Boah, ich hatte eben gerade so eine richtige Hustattacke. Jetzt laufen mir die Tränen gerade. Oh, Bade. So. Die Reihe habe ich jetzt fertig. Draußen haben wir gestern gemacht. Deswegen heute mache ich ja drinnen. Und genau. Die Fenster sind schon fertig da drüben. Das Fenster ist ja fertig, dann hier diese Fenster sind fertig. Und ich mache jetzt erstmal die Tür, dann das Fenster noch und die Tür. Und dann bin ich erstmal fertig. Dann dekoriere ich und genau, ja, wird schon. Was ich noch erzählen wollte, ganz schnell. Ich drehe mich mal um. So seht ihr noch den wunderschönen Blick da hinten. Ist das nicht herrlich? Es ist so geil. Ja, also. Es ist so, dass der Fensterbauer hier war, letzten Freitag, genau. Morgen kommt er nochmal und hat uns einen Kostenvoranschlag gemacht mit allen Fenstern und was. Also schon sehr, sehr teuer. Er repariert Fenster eher. Also wir müssen nicht alle Fenster austauschen, sondern nur vom Wohnzimmer. Da müssen wir komplett rausnehmen lassen und einbauen lassen neu. Und hier geht es eher mehr so um die Scheiben. Ich kann nicht mehr reden. Manchmal habe ich so Hustattacken. 2-3 Minuten, dann ist wieder vorbei. Also hier muss er nur Dichtung auswechseln, hier im Sunroom und auch drüben im Esszimmer. Und die Scharniere neu machen, dann es ist wieder dicht, weil die Scheiben hier sind noch nicht so alt, weil das ja der Neubau ist, die beiden Zimmer hier. Und diese Tür hier, die muss komplett erneuert werden. Das macht er auch nicht, kostet über 2000 Euro. Das werden wir dann nächstes Jahr machen, dieses Jahr nicht mehr. Und dann machen wir auch gleichzeitig das Dach neu, also diese Verglasung von dem Sunroom. Genau. Und diese Velux-Fenster, die Dachfenster kann er auch nicht machen. Das muss Velux dann machen, weil das dann auf dem Dach auch ist. Ne? Deshalb, genau. Und alles andere lassen wir jetzt machen in 2 Etappen. Erst kommt mein Zimmer dran, also alle Räume, das heißt Badezimmer, Schlafzimmer und genauso auch Schlafzimmer, gerade das Erkerfenster und so. Und ich weiß gar nicht, Küche wollen wir jetzt noch machen. Und halt die ganzen Dichtungen und alles austauschen, genau. Ja. Beim Kind auch. Ja, und das machen wir in 2 Etappen, weil das ist schon sehr viel Geld. Also ich glaube 5.000 oder 6.000 Euro. Also wenn wir jetzt alle Fenster, analgetische Fenster machen würden, das wäre dann ja nicht so wie jetzt Doppelverglasung, sondern Dreifachverglasung. Und es würde kosten 35.000 Euro. Die Hälfte würde der Staat wohl übernehmen, aber das dauert lange, muss einen Antrag stellen und so weiter. Und ja, und trotzdem musst du 20.000 Euro zahlen, mit Macherlohn und allem. Ja, deswegen, das sparen wir uns jetzt erstmal und reparieren, was zu reparieren geht. Und tauschen aus, was ausgetauscht werden muss. Ja, nach und nach. Und ja, dann wird das. Wie gesagt, ich kämpfe mich hier weiter durch. Dann werden wir noch zusammen dekorieren. Und dann, denke ich, ist auch schon Feierabend. Wir haben es jetzt so 7 Uhr oder so. Ist noch ziemlich hell hier in Irland. Also 7 Uhr haben wir noch richtig, richtig hell. Ne, also es ist auch nicht zu wollen heute. Es ist ein bisschen Sonne gewesen, aber sonst überhaupt nur am Regnen gewesen. Und ja, ich weiß halt, wie gesagt, noch nicht, ob ich nächste Woche noch mal vlogge. Ich kann es euch nicht sagen und nichts versprechen. Also 1-2 Videos werden noch kommen nächste Woche, wie gesagt. Und dann mache ich 2 Wochen Pause. Das brauche ich auch. Oder das brauchen wir auch. Genau. Mein Pennybaby, möchtest du schlafen? Möchtest du schlafen?
Ja, so, meine Lieben. Ja, wir haben aus dem Keller die Osterdeko rausgeholt. Und wir haben schon immer so eine richtig schöne Osterdecke gehabt. Jetzt haben wir auch wieder einen Tisch dafür. Ich freue mich gerade voll, weil die so niedlich ist mit den Küken und den Ostereiern. Und ja, ich hoffe, wir finden noch Ostereier. Ja, ich bin mal gespannt. Ja, Karotten und ich weiß nicht, was alles. Ja, mal gucken. Heute werde ich das wahrscheinlich mit der selbstgemachten Osterdeko nicht mehr machen, aber ich zeige euch das dann zwischendurch mal oder keine Ahnung. Vielleicht filme ich mal so kurze Videos im Urlaub. Mal gucken. Ich, wie gesagt, lege mich da jetzt nicht fest, aber ihr könnt zumindest schon mal die Osterdeko sehen. Ich kann mich nicht daran erinnern, was hier drin sein soll. Was haben wir denn da drin? Oh, die sind geil. Oh, die sind geil. Die sind geil. Die sind geil. Oh, stimmt, die habe ich ja gekauft. Die waren richtig teuer. Ich glaube, 5 oder 6 Euro pro Stück. Ja, aber schön. Frühlingshaft. Frühlingshaft, ja, definitiv. Ach, ist das herrlich. Wahnsinn. Penny, findest du das auch schön? Guck mal. Ist das wunderschön, ne? Ja, sehe ich auch so. Richtig schön. Hehe, Blumen. Uiuiui, was sehe ich denn hier? Nutella-Creme. Wenn ich dekoriert habe, war Thomas kurz einkaufen. Ein paar Sachen auch schon besorgt fürs Brunchen. Und ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Kellogg's-Packung gesehen habe mit den Haaren. Ja, all die leckeren Sachen von Lidl. Oh, O-Saft. Eier gab es wieder. 18 Stück hat er gleich mitgenommen. Die waren nämlich ausverkauft. Stimmt. Oh, zwei Packungen mit 18 Stück. Ja, sind ein paar. Sind ein paar. Wahnsinn, also 18 Stück. Ich dachte mir, zum Färben und Backen ja. Und was soll ich noch? Ich muss gucken, ob ich überhaupt noch Ostereierfarbe habe. Ich glaube, aber ein bisschen habe ich noch. Ja. Ich wollte das schon. Ja. Die guten Eier. Ja gut, 6 Stück haben wir selber noch. Ja gut, was wir alles mit Eiern machen wollen. So. O-Saft. Soll ich da angeben? Nee, das mache ich ohne. Oh, Sekt können wir auch schon gleich kühlen. Ist das ein Asti? Das ist nicht der Asti, nee, das hier, das Prosecco. Prosecco, ja. Also nicht für uns, wir trinken ja keinen Alkohol, aber für die Leute. Deswegen, ja. Oh, Nutella, Nutella. Ja, dann räume ich ihn mit ein und dann zeige ich euch gleich die Osterdeko. Da könnt ihr auch schon ein bisschen was sehen. Hier habe ich halt ein paar Eier noch so reingesteckt. Die haben wir sonst immer draußen gehabt. Fand ich hier eigentlich ganz nett, ne? Kann man machen. Milch. Und hier ist wieder dieser Turpik-Saft, der ist auch richtig lecker. Und Käse. Und Käse.
So, die Osterdeko ist fertig. Die packe ich noch schnell in die Waschmaschine und dann wird sie gewaschen. Die brauchen wir jetzt gerade nicht. Ein Trockner läuft noch. So, mit der Wäsche bin ich dann jetzt auch durch. Und ja, dann werde ich euch mal zeigen. Thomas war ja gerade einkaufen. Und das war's schon. Genau. Ja, dann.
freue ich mich, dass ihr mein Video geschaut habt und dass ihr vielleicht alle Däumchen nach oben macht und meinen Kanal abonniert und einen netten Kommentar schreibt. Würde ich mich sehr darüber freuen. Und ja, falls kein Video mehr von mir kommt, dann wünsche ich euch schon mal frohe Ostern und sucht schön Ostereier und lasst es euch gut gehen, ruht euch aus, trefft euch mit den Liebsten und ja, schön, dass ihr vorbeigeschaut habt. Ja, wie gesagt, frohe Ostern und macht's gut und winke, winke und wir sehen uns recht bald wieder. Ciao, euer Kleeblatt aus Irland. Bye. Tschüss.